Es wurden mal wieder Bilder aus dem Battlefield 6 Trailer geleakt, und zwar relativ viele. Im heutigen Video sprechen wir natürlich wie immer über die neuesten Leaks und Screenshots aus dem Battlefield 6 Trailer. Alles weitere natürlich wie immer in den Battlefield 6 News bei deinem Swishy. Lass jetzt noch schnell ein Abo da, um keine Gaming News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Die Bilder blende ich etwas kleiner ein, da diese ähnlich wie die ersten Trailer-Screenshots nicht in der besten Auflösung geleakt wurden. Zusätzlich setzt der Leaker einen Balken drüber, vermutlich um vielleicht EAs Copyright-Filtern zu entgehen. Die Trailer-Leaks scheinen wieder sehr wahrscheinlich, da es wieder genau eben die von Tom Henderson beschriebenen Szenen zeigt, aber auch diesmal sogar mehr. Ich blende jetzt immer die Bilder nach und nach ein und sage natürlich auch, über welches Bild ich rede. Auf dem ersten Bild sehen wir eben das Raketensilo, wo Soldaten weglaufen oder sich wegducken, da diese laut Tom Henderson explodieren soll. Das wissen wir bereits aus einem anderen Leak, wo behauptet wurde, der Trailer könnte aufgrund der chinesischen Rakete, die aus dem Weltall abgestürzt ist, eben verschoben werden. Bild Nummer 2 zeigt eine startende Rakete. Nicht mehr, nicht weniger. Grundsätzlich ist das auch für dieses Bild doch erstmal alles, da es dort sonst eigentlich nahezu überhaupt nichts Interessantes zu sehen gibt. Bild Nummer 3 ist eigentlich sogar fast eines der interessantesten Bilder. Das zeigt eine doch recht tropische Insel mit Gewässern und man sieht bereits verlassene Autos dort stehen. Wir wissen, Naturkatastrophen sollen in Battlefield 6 ein großes Thema sein und vermutlich könnte das aufgrund einer Naturkatastrophe entstanden sein. Es passt auch eben zu den Bildern, die Tom Henderson bereits beschrieben hatte, nämlich zu dieser tropischen Insel in Asien. Fakt ist, wie aus den Trailer-Leaks schon bekannt, ist der Osprey oben links viel wichtiger und lässt vor allen Dingen dadurch hier wieder auf glaubwürdiges Material schließen. Bild Nummer 4 muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mich etwas schwer getan, das Ganze zu deuten. Für mich sieht das Ganze nach eben einem Raketeneinschlag aus. Die Frage ist nur an der Stelle, wo schlägt eigentlich die Rakete ein? Das ist halt eben durch dieses Bild nicht ersichtlich und lässt das Ganze noch ziemlich viel durch Rätselraten offen. Aber hier will ich auch gar nicht zu viel Rätselraten oder zu viele Worte drüber verlieren. Wir lassen das Ganze erstmal so stehen. Bild Nummer 5 zeigt dann am Ende des Tages die neuesten Konzepte, quasi als richtiges Bildmaterial, was vorher nur durch Zeichnung entstanden ist, und zwar eben den Roboterhund, der eben durch ein Schlachtfeld rennt und scheinbar Soldaten im Krieg unterstützt. Wer jetzt sagt, Roboterhunde sind viel zu futuristisch, nein, das gibt's wirklich als Prototyp und scheint irgendwann in nächster Zeit auch im realen Krieg eingesetzt zu werden. Bild 6 ist fast schon am interessantesten, da dort scheinbar genau das ersichtlich wird, was alle Leaker bereits prognostiziert haben. Dass eben Battlefield 6 nicht Battlefield 6 heißt, sondern schlichtweg Battlefield. Für mich sind die Trailer-Leaks ehrlicherweise sehr interessant. Ich muss sagen, das Bildmaterial verspricht eben genau das, was wir bereits erwartet haben. Und wir wissen auch bereits dadurch nochmal, dass der Trailer eigentlich fertig ist. EA wartet wirklich nur darauf, die Katze aus dem Sack zu lassen. Ob man das vielleicht sogar spontan im Juni macht oder durch große Ankündigungen, ist natürlich am Ende des Tages auch nicht bekannt. Aber wir wissen zumindest schon mal, der Trailer ist da, das Bildmaterial ist da. Und wir können uns auch genau auf das einstellen, was Tom Henderson bereits geleakt hatte bzw. schon beschrieben hatte. Und wozu es am Ende des Tages nur noch Bildmaterial gibt. Ich bin auf jeden Fall ehrlicherweise nach den Bildern sehr beruhigt und eigentlich noch mehr gehypt als vorher, weil diese Bilder genau das zeigen und vor allen Dingen beschreiben, was ich eigentlich von Battlefield 6 nun erwarte. Quasi ein wenig dieses Naturkatastrophen-Asien-Europa-Feeling und was, sage ich jetzt mal, ein bisschen durch Naturkatastrophen dann die Welt zerstört wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Battlefield-Teil wird. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Was sagst du zu den neuesten Trailer-Leaks bzw. zu den Bildern? Schreib's in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.